Hey ho, meine Lieben, ihr kennt sicherlich den Hintergrund, wo wir sind. Und wir machen heute leckere Rouladen. Aber nicht einfach nur einfache Rouladen, das sind Geburtstagsrouladen. Deswegen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und Black Angus Rouladen von der Familie Delle wieder geholt. Also die richtig guten. Und ja, Manu hat schon losgelegt mit den Zwiebeln andünsten. Und mit ein bisschen Petersilie, wo dann als Füllung drauf kommen. Und danach bin ich wieder an der Reihe, oder? Ja. Ja, und die werden heute gedopft. Wir sehen uns drin wieder. So, da haben wir unser Portionchen Zwiebeln mit der Petersilie einfach andünsten, bisschen glasig werden lassen. Und ja, gut ist. Und dann natürlich wieder abkühlen lassen. So, meine Lieben, hier haben wir die wunderbaren Black Angus Rouladen. Und Spatzel hilft mir jetzt ein klein bisschen. Ich tue mir jetzt immer zwei bzw. nachher drei Stück nebeneinander ausbreiten. Aber zuschauen dürft ihr jetzt bei der ersten sozusagen. So. Spatzel, Salz und Pfeffer. So. Ja. Dann Senf. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dann kommt was von unseren Zwiebeln drauf. Bloß aufpassen, dass wir nicht wieder überladen. Weil das geht so schnell. Hier tue ich jetzt schon etwas von meinem heißgeliebten Reis mit hinein. Kann man, muss man aber nicht. Viele sagen, ja, Reis hat da drin nichts verloren. Ich sag, das kommt absolut genial. Ich tue mal eine Scheibe Bacon drauf auf jeden. Und zum Schluss noch ein bisschen Gurke. Die meistens wieder viel zu breit ist. Aber irgendwo weiter unten habe ich schmälere gehabt. Aber wir müssen da jetzt nicht hier das Ding nur mit Gurke voll machen. Ein paar Stücke dürfen es schon sein. So. Da noch eine. Jo, und dann fangen wir an, unsere Rouladen zu wickeln. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nein. Dann schlagen wir hier erst einmal die Seiten ein. So gut wie es geht. Das habe ich auch erst lernen müssen. In meinen allerersten Videos, wo ich Rouladen gemacht habe, habe ich das eben nicht gemacht. So, und dann können wir so langsam anfangen, die schön einzuwickeln.
und hoffen, dass sie auch sauber zubleiben. Die Gurke ist eindeutig zu breit. Terrafon, Terrafon. Und noch eine quer durch. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, man zieht es hier kurz rüber, tun wir die Roulade einmal leicht in Mehl wenden. Es gibt nachher schöne Bräune und einen richtig geilen Soßenansatz gleich. Ja, und dann kann ich sie auf die Seite legen. Und so mache ich das jetzt mit allen. So Leute, hier haben wir jetzt die fertigen Rouletten. Und ich habe jetzt eine verschnürt, um mal zu sehen, wie das hält. Und den Rest nur mit Zahnstochern. Und ich probiere das jetzt einfach ein paar so aus und eine so. Ja, genau. Wie gesagt, ein bisschen im Mehl gewälzt und als nächsten Schritt sehen wir uns dann draußen am Dutch-Ofen, wo sie erstmal schön angebrutzelt werden. Und jetzt geht das lange Warten wieder los, bis die Kohlen durchglühen. Eins, zwei, drei, ganz viele, reicht aus, Dutch-Ofen rein. Wunderbar. Halt, oh, Deckel braucht man nicht. Erst einmal, den kannst du auf Seite legen. So. Und dann kommt erst einmal eine ordentliche Portion Butterschmalz rein. Und der Butterschmalz muss sowieso erst einmal schmelzen und heiß werden, bevor wir die Roulade drin anbraten. Aber das soll bei den Kohlen da unten drunter relativ schnell gehen. So, ich probiere es jetzt einfach mal schon. Ob es schon zischt und brutzelt. Ja, reicht auf alle Fälle aus zum Anbraten. Auf der Seite haben wir wesentlich mehr Hitze, aber ich denke, die sehen soweit schon soweit gut aus. Das reicht vom Anbraten her. Ich hoffe, man kann halbwegs sehen noch bei den Lichtverhältnissen. Irgendwie hat der Mann die Terrassenlampe wieder geklaut. Ja, toll. Ist ja noch ein Zusatzlicht. Ja, aber es ist noch ein bisschen Zusatzlicht. Ja.
Ja. Und dann kommt jetzt schon die Manu zum Einsatz. Und jetzt setze ich die Zwiebeln rein. Bitteschön. Und das Suppengemüse mit den restlichen Gewürzgurken. Lass uns jetzt schön anrösten. Das wird ja relativ schnell gehen jetzt so. Rinderfond machen wir jetzt ein bisschen dazu. Ein bisschen Tomatenmark. Gestückte Tomaten. Geh was? Gestückelte Tomaten. Gestückelte. Okay. Ja. Jetzt habe ich es auch verstanden. Soll ich mit den Rinderfond ein bisschen aufbrühen? Ja, das wäre lieb. Dankeschön. Und der restliche Rinderfond dazu. Brauchen wir noch ein Wasser auch noch, ja? Denke ich schon. Der Rotwein kommt ja auch noch mit dazu. Ja, das wird nicht ganz ausreichend. Ein bisschen Senf. Ah, Wasser bräuchten wir noch zum Auffüllen. Hm, wird schon recht dunkel. Jetzt noch eine kleine Flasche Rotwein. Ui, jetzt wird's hell. Danke. Ja, das Wichtigste. Aus der Küche, hab mal Telefon zu. Ich fülle gleich einmal Wasser nach noch. Das brauchen wir definitiv. So, darf ich dann die Rouladen einsetzen? Ja, natürlich. Oh yeah. Da steht ein Armleuchter. Ach so, Entschuldigung. Nicht gesehen. Wieso? Jetzt müssen wir uns dann überlegen, wie viel Kohlen wir da unten rausnehmen, weil das dürften rein theoretisch zu viele sein. Siehste, habe ich doch gut abgeschätzt mit dem Wasser. Gut, dann haben wir es fürs Erste. Deckel. Deckel drauf und köcheln lassen. Wie lange wir es jetzt insgesamt drauf lassen? Leute, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Uhr gerade da. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle denke ich, dass wir jetzt noch ein paar Kohlen rausnehmen würden. Oder? Was meinst du, Manne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das machen wir jetzt out of video. So, meine Lieben, circa eine halbe, ja, eher eine Dreiviertelstunde später, leichtsam. Und gucken wir mal hier jetzt gemeinsam rein. Und es ist definitiv genug Flüssigkeit drin. Eigentlich brauchen wir die gar nicht umdrehen. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Oh, herrlich. Die hat sich von selber umgedreht. Wieso sind es bloß noch 5? Achso, wir sind ja bloß 5. Gib mir mal den Schabeding. Nein, da hat nichts angesetzt. Gut. Aber trotzdem noch ein bisschen umrühren.
Da ist definitiv genügend Flüssigkeit drin. Ja. Ein ganz kleines bisschen setzt es an. Aber wir haben wirklich einen Haufen Kohlen raus unten. So, gut. Deckel zu, weiter köcheln lassen. Wo ist denn der Pfeil? Hier. Dann kannst du nämlich ein bisschen ausdunsten. So, oder ne? Ja. Und weiter geht's nachher, wenn wir soweit fertig sind oder das Essen fertig ist. Ja, und so sieht ein Armleuchter aus. Alter! Hey, Deckel runter, Deckel runter! Oh, das ist zu schwer! Daher, daher, daher. Da drauf, ja. Mach der Randale. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Gehst du mir aus dem Weg? Gehst du jetzt da weg? Ja, pfui, aus. Auf. So. Jetzt holen wir die Rouletchen hier raus. Was? Und, wie schmeckt die Soße? Sauer. Musst du was dran ändern? Ja. Bisschen in einen anderen Topf rein. Machen wir einen Topf einmal. So. Dann haben wir hier schon mal unsere Rouladen. Hier, mein Schatz, wie du mal. Irgendwas fehlt. Ich hab's, mein Teller unten drunter fehlt. Geil, lecker. So, Dale, ich habe mir jetzt die Roulade geschnappt mit dem Verschnürten, dass kein anderer die Arbeit hat, das Ding zum Entwirren. Und auch hier sind natürlich Spieße drin. Also es können mehrere Spieße drin sein, Leute. Da müsst ihr aufpassen. Selbst in der Roulade hatte ich zwei Stück drin. Die werde ich jetzt fachgerecht auspacken. Ich wollte eben sehen bei der Roulade, wie das hält, wenn man die verschnürt. Aber es ist noch relativ. Kann man so machen. War einfach mal ein Versuch. Und die Schnur ist verdammt zäh, wenn man so ein Messer hat. Also die Schnur ist zäher als das Messer. Dann packe ich sie anders aus. Aber heiß ist ja mal. So. Geschafft. Schneiden wir hier mal ein Stückchen weg. Und schauen uns die Roulade von innen an. Und sieht doch lecker aus. Essen anfangen, nicht mich angucken.
Da gucken sie alle mich an. Unglaublich, anstatt dass sie sich hinhocken und selber zum Essen anfangen. Die wollen wahrscheinlich wissen, ob ich es überlebe. Genau, genau. Lecker. Danke. Einfach nur lecker. Wir machen das Fazit einfach nachher und essen jetzt erst einmal. Oder, Manne? Ja. Alter Glatzkopf. Zuttelkopf. Bis nachher gleich. Du kannst gleich herkommen, da drin auch. Du auch. Tja, Leute, wir haben gestern Abend gesagt, machen wir das Ende vom Video. Wie sagt man? Das Fazit. Erst morgen, haben wir gestern gesagt. Weil dann ist es hell und jetzt haben wir uns so verrascht, dass es schon wieder dunkler geworden ist. Und jetzt doch wieder mit Beleuchtung. Gut, aber jetzt definitiv zum Fazit von den Rindsrouladen. Von den Black Angus Rindsrouladen. Und ich stelle jetzt erst noch die Kamera ein bisschen tiefer. Dass man die Leute hinter mir auch ein bisschen besser sehen kann. Nee, komm wieder hoch. So, dann fangen wir mal an. Du darfst heute anfangen mit den Rindsrouladen-Fazit. Sehr gut waren die Rouladen. Wirklich wunderbar. Ich war satt. Ich war mehr wie satt. Knödel dazu und das Rotkraut also hervorragend. Du hast gestern noch was dazu gesagt. Aus dem Dutch-Ofen. Das schmeckt besonders gut, Tatsache. Also man merkt den Unterschied zwischen Dutch-Ofen-Gericht und normalen Topfgericht. Mhm. Auf jeden Fall. Manfred? Also ich war vollkommen zufrieden, es hat wirklich wunderbar geschmeckt und der Zeitplan hat alles sauber geklappt. Wir haben nur ein bisschen später angefangen, aber das ist man mittlerweile gewöhnt von uns. Alina, willst du auch noch was dazu sagen? Also es war sehr lecker. Sehr lecker, okay. Ja, war es auch. Du? Habe ich auch gesagt, ich kann es nur bestätigen, es war saulecker. Saulecker. Ja. Genau, und genauso saulecker wird es jetzt im Anschluss dann auch gleich wieder, weil wir sind schon im Prinzip in volle Gange am nächsten Video. Richtig. Leute, in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Tschaikowski. Und Däumchen nach oben, Abo, tschüss. Ihr wisst Bescheid. Und sauber kommentieren. Ja. Tschüss.